zweite Tag unserer Transtinitas, Trinitinitus. Trinitinitus. Naja, die Dingsbums da, drei Dinger in einem. Und wir sind ja noch auf Korsika. Jetzt werden wir in die Deserte, die, keine Ahnung, Agritas, hat mich ja herausgesucht. Ja, der hat es ausgesucht. Sand fahren, glaube ich, kann man, da ist eine Sandpiste. Und da fahren wir hin, da fahren wir ans Wasser, gucken einmal kurz, ob das blau ist und dann wieder zurück. Und dann werden wir ein bisschen Meter machen, weil wir sind eigentlich noch ganz oben in diesem klitzekleinen Finger. Wenn das Korsika ist, sind wir ungefähr hier. Und Korsika ist ja nur ungefähr so im Vergleich zu Sardinien. Also da wir nur 13, 14 Tage noch Zeit haben, müssen wir uns ein bisschen sputen. Gestanden und gerade noch so halten. Also wenn du mir da jetzt erzählst, dass du den Lenker nicht festhältst. Ja, immer ganz locker. Ja, ja. Ja. Thank you.
14.55 Uhr. Ist jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde nach meinem letzten Posting, wo ich mir doch tatsächlich Sorgen um Micha machte, oben auf dem Berg. Ich kann sagen, es geht ihm gut. Er ist noch da, auch in einem Stück. Ich habe dann aber gesagt, nee, Micha, lass uns diesen Berg nicht fahren. Ich schaff das nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder zurück. Wir haben den Berg jetzt ausgelassen. Es war doch ein bisschen arg steil. Und haben uns wieder runtergekämpft. Keinem ist was passiert. Michael hat nicht im Stacheldrahtzaun gelegen. Da war ich ja schon mal ganz froh. Er hatte sich nur ausgeruht und hat eine Fotopause da gemacht. Und und jetzt trinken wir einen Kaffee und eine Cola, um den Zuckerhaushalt wieder zu regenerieren. Also kilometermäßig haben wir so ungefähr 15 geschafft in den letzten 3 Stunden. Aber wir haben ja noch 3 Stunden, bis wir uns auf die Hotelsuche begeben können. Der Micha.
Die Kehren hier sind echt nicht von schlechten Eltern. Meine Fresse. Und die sind richtig schön locker und lose. Da hoch? Jetzt wieder runter. Da muss schlimmer Schotter kommen, oder wie? Ja. Wenn du drunter tust, wäre es ganz so schlimm. Boah, hier runter fahre ich nicht mehr. Ja, ich finde drunter gar nicht schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich so, ich finde es immer schlimm, wenn du so merkst, du bist so langsam das Gas geben und hinten kannst du dann abends so wegzuschwimmen. Das finde ich unangenehm. Da rolle ich lieber den Berg runter. Da kannst du ja im Prinzip auch nebenher gehen, wenn es ganz haarig wird und rollst es zu rollen, weißt du? Ja, okay, gut, aber das macht ja auch nicht. Also hier sind wir jetzt sehen, dass wir. Da sieht es gar nicht so steil aus, aber Leute, das Ding ist scheiße steil und so hart und ruppig. Oh. Von mir her kommt irgendwie nicht. Ist ihm bestimmt irgendwo abgesoffen. Mal gucken. Das ist der Track, der angeblich nur für Sportenduros sein soll. Aber so als Scheinheiliger will man sowas ja nicht glauben. Und momentan verlässt mich so ein bisschen meine Courage, weil wir müssen da noch wieder hoch. Und dann muss das irgendwo so da auf den Rücken auch noch hochgehen. Und das ist schon scheiße steil. Leck fett. So, momentan mache ich mir ein bisschen Sorgen um Micha. Ich höre hier kein Geblubber vom Moped. Micha! Passieren kann ja eigentlich nicht, außer dass man in den Stacheldraht fährt und das ist natürlich ziemlich übel.
wenn man es dann macht. Aber ich gehe mal gucken. Komm schon bei 5 Grad hier. So, falls wir es hier runter schaffen, ich brauche heute keinen Schotter mehr. Die Route geht dann weiter nach Porto. Und dort entscheiden wir dann, oder nur noch Spaß würde ich sagen. Wir müssen erstmal ein Stück runter. Ja? Wir müssen erstmal ein Stück runter.